mal wieder ein cooles Video vom Modellbau-Checker und heute habe ich mir eine richtig coole Sache überlegt. Also es ist ja schönes Wetter, die Felder sind auch abgemäht und ich habe hier eine Kamera auf meinen Jet gebaut, die das Gegenstück dazu, also die Brille kriegt gleich mein Sohn aufgesetzt und da bin ich mal gespannt. Das Video werde ich euch natürlich einspielen. Bin jetzt wirklich gespannt, ob das funktioniert oder ob das nicht runterweht. Also ich habe das jetzt mit so ein bisschen Gummiband und so festgemacht und ein bisschen mit Klettverschluss und allem möglichen. Also ob das jetzt funktioniert und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt alles gleich nach dem Intro. Dranbleiben, bis gleich. So, ich hoffe, das kann man alles sehen. Also ich hole jetzt erstmal meine Akkus raus und meine Funke dazu. So, die Funke schalte ich schon mal ein. Willkommen bei OpenTX. Ja, genau. Schalter fehlpositioniert, bitte Fehler. Schalter fehlpositioniert. Ja, alles gut. So, okay. Dann machen wir Folgendes. Wir bringen erstmal den Hauptakku an. Ja, das ist schon ziemlich zerknirscht, aber das macht nichts. Das passt trotzdem. So, das ist Nummer 1. Gucken wir mal, ob er läuft. Das sieht schon mal gut aus. Genau, das geht nicht, das ist gut. So, dann haben wir noch den kleinen Akku für die Kamera. Den stecken wir jetzt rein und legen den jetzt einfach hier so mit rein. Ich habe ja hier immer genug, ist immer gut, wenn genug Klettverschluss, dann kann auch nichts verrutschen. So, und jetzt müssen wir das natürlich noch einmal festkletten. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Das legen wir jetzt hier so drauf, kletten den am besten hier hinten fest. So, einmal, dann kommt natürlich noch der Gummi drauf. Das würde dann natürlich viel zu weit hochstehen. So, das sieht jetzt alles nicht schön aus, müsste aber funktionieren. Dann probieren wir das mal aus. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus hier. Jetzt. Siehst du wieder was? Nee. Immer noch nicht? Ich glaube, das ist der Wind. Wie, du siehst nur schwarz? Wieso siehst du nur schwarz? Ich sehe nur schwarz-weiß. Wahrscheinlich, weil du hier drüber bist. Siehst du aber überhaupt irgendwas? Komisch. Warum sieht man da nichts? Ja, ich habe leider vergeblich versucht, das Video irgendwie sichtlich zu machen, aber es ist leider nichts zu sehen und das finde ich wirklich schade. Ich werde nochmal einen zweiten Versuch machen und euch das Video definitiv einblenden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn ich irgendwas ja, wahrscheinlich hat er irgendwie hätte, eine Störung wo ihr drin. Nichts gesehen habt, dann siehst du was? Hat das ja auch alles keinen Sinn. Also, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Komisch. Okay, also irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Das muss ich, glaube ich, nochmal testen. Scheint die... Ja, hast du was gesehen? Ein bisschen, aber nicht mehr viel. Jetzt habe ich das nächste gut. Jetzt? Ich glaube aber nur, wenn du nah an dir dran bist, sehe ich das. Das kann sein.
So, siehst du jetzt was? Okay, naja, dann sieht er wenigstens was, wenn es unten ist. Aber gut, dann müssen wir das nochmal irgendwie optimieren. Also entweder hat der Akku nicht genug Leistung oder es ist zu wenig eingestellt, ich weiß es nicht. Ich werde das jetzt nochmal abbauen und werde das einfach morgen nochmal versuchen. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ob das vielleicht dann irgendwie doch noch funktionieren sollte. Ich bin wirklich gespannt. Oh, ja, da ein bisschen was gefressen. Ja, aber ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar Runden fliegen. Und schade, 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 dass es nicht funktioniert hat. Aber okay, dann müssen wir mal gucken. Ja, das war mein erster Versuch, mit meinem Jet FPV zu fliegen. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach nochmal aus. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie morgen schaffe, dass ich das vielleicht sogar ein bisschen, ja, verbessere irgendwie, das Ganze. Und ja, mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass auch die Reichweite ein bisschen höher ist. Von daher probiere ich das einfach später nochmal aus. Und würde ich sagen, dann, ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert und natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, ich sage erstmal Tschüss vom Modellbau-Checker.